Hallo Leute, willkommen zurück auf Baby Blau. Heute mit einem neuen Cheat Day Video. Und zwar haben wir was von McDonald's. Du weißt gar nicht, was ich bestellt habe, weil ich. Ja, du durftest eigentlich nicht wissen. Ich weiß nicht, ich dachte, das geht einfach schneller, wenn eine Person entscheidet, was wir heute essen. Und so kannst du ja jetzt exploren, was da drin ist. Die Cola hast du ja schon gesehen. Ich habe an dich gedacht und dass Danke. Du Cola magst. Danke. Auch die richtige Cola mit Zucker. Wir haben ein Doppel-Cheeseburger. Diese Käse-Spitzlis oder was auch immer das ist. Die sind, glaube ich, neu. Wow. Und dann haben wir ein Homestyle Crispy Chicken. Und weißt du was? Das war's auch. Was? Das war's auch. Wieso? Hey, wir gehen nachher noch was essen. Daher dachte ich so, übertreiben wir einmal nicht. Und, also wir haben einen doppelten Cheeseburger. Ganz genau. Und irgend so einen anderen komischen Chickenburger. Chickenburger? Wieso sieht das so anders aus? Das ist so ein Crispy Chicken Burger, so ein neuer, glaube ich. Boah, ey, ich freue mich auf diese Cheese-Teile. Ja, ist das eine Soße? Ich auch. Zu den Cheese-Teilen gibt es einen Cranberry Dip. Ich dachte, das passt ganz gut. Käse, Cranberry Dip. Und Senfsoße, weil die geil ist. Aber jetzt, wenn ich mir das angucke, das sieht echt nicht so viel aus. Aber es ist schon viel. Weißt du was? Das wird reichen, oder? Das wird reichen. Welchen Burger willst du haben oder sollen wir den teilen? Jeweils. Unser Teil. Und Leute, wir haben schon mal ein Video über Sternzeichen gemacht, aber heute gibt es eine Fortsetzung und zwar bezüglich des Datens. Und Sandra und ich verraten euch heute, welches die schlimmsten Sternzeichen zum Daten sind. Aber ich glaube, wir beißen erstmal die Burger rein, oder? Ja. Wie lange hast du schon kein McDonald's mehr gegessen? Boah, es ist leider gar nicht so lange her. Wann denn? Ich glaube, das war letzte Woche, wo ich das erste Mal seit langem wieder feiern war. Okay. Und dann habe ich mir nach dem Feiern erstmal so einen Chickenburger geholt. Ich habe letztens erfahren, dass es sehr schwierig ist, Sriracha Mayo zu finden. Die gibt es meistens bei Edeka. Okay. Hast du nach welcher gesucht? Oder ich habe mir einfach geholt. Aber ich hatte vielleicht einen Testen und dann hat er gesehen, dass ich Sriracha Mayo habe. Und bei dir zu Hause oder was? Ja, ja. Okay, so kannst du anfangen. Was, ja, für was für ein Sternzeichen ist das? Also, er ist Zwilling. Okay. Und das passt eigentlich ganz gut, weil heute reden wir jetzt über, welche Sternzeichen die schlimmsten sind. Mhm. Und ich finde, Zwilling ist so ein Sternzeichen, das kann so laufen und das kann auch so laufen. Also okay. Ja, ich finde, die sind wirklich two-faced, so ein bisschen bipolar. Mhm. Okay. Ja, Zwilling halt, ne? Ein Gesicht so, ja. Das andere anders. Boah, Zwilling, ich weiß nicht. Aber ich gebe dir einfach meine Auflistung. Aha. Die schlimmsten Sternzeichen zum Daten für mich persönlich sind Jungfrau. Mhm. Schlimm des Todes. Dann haben wir Krebs. Da sage ich gleich was zu. Und Löwe. Und Löwe. Und Löwe. Also Jungfrau, Krebs und Löwe, das sind die schlimmsten für mich. Hast du eine Top 3 der schlimmsten? Also ich muss ehrlich zugeben, dass die meisten Dates, die ich hatte, die waren alle voll schön. Mhm. Aber ich finde, bei zwei Sternzeichen muss man immer sehr aufpassen. Okay. Weil die sind richtig two-faced und das sind für mich Zwilling und Skorpion. Ich weiß, du hast eine sehr starke Liebe für Skorpione. Verrat doch nicht alles! Was ist das allerschlimmste Sternzeichen zum Daten? Ich finde, zum Daten und für eine Beziehung, Jungfrau auf jeden Fall. Warum? Ich hatte eine lange Zeit eine Hassliebe mit Jungfrauen. Ich war mir nicht sicher, weißt du, einmal war das so, dann war das so. Aber inzwischen hat sich rauskristallisiert, Jungfrau-Männer sind pathological liars, die sind Lügner. Die sind Blender, die sind einfach, ich will nicht alle unter einen Kamm scheren, aber die ich kennengelernt habe, auch aus unserem privaten Umfeld, okay. You know who I'm talking about, wirklich, als Mann, weißt du, das Ding ist, Jungfrau-Männer, die mögen schöne Dinge. Die mögen sich mit schönen Frauen zu schmücken, habe ich so das Gefühl. Die mögen, zum Beispiel dir. Zum Beispiel. Danke. Wir sind auch teilweise so Homebodies, also sind so häusliche Typen, aber die kriegen es trotzdem hin, einfach fucking Arschlöcher zu sein. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Aber was ist für dich persönlich das schlimmste Sternzeichen? Nochmal kurz zu Jungfrauen. Ich finde es so erschreckend und so lustig, dass Jungfrau-Frauen sehr cool sind. Also man kann mit denen super chillen, die sind super organisiert, super coole Gefährten. Ich habe tatsächlich noch nie Erfahrungen mit Jungfrau-Männern gemacht. Aber das, was ich von dir höre, aber zu Jungfrau-Frauen, da hast du einen guten Punkt erwähnt, für die Männer da draußen. Jungfrau-Frauen, ja, kein Bullshit. Ja, sie sind wirklich nur Bullshit. Wenn die deine Frau sind, sind es die Besten. Weil meine Jungfrau-Freundinnen, mit Freund oder ohne Freund, da sind
die besten Mädels out there und die werden euch so gut behandeln, ehrlich. Ja. Wie kann das so gegensätzlich bei Geschlechtern sein? Also ich sag's auch noch zum Beispiel, jetzt, ich will nicht schon wieder spoilern für das nächste Video, aber zum Beispiel Stiermänner und Stierfrauen. Oha, was soll das denn heißen? Nein. Ehrlich? Nein. Das war ein Joke. Wieso sagst du das? Entspannlich. Aber was war mein schlimmstes Date oder was ist mein schlimmstes Sternzeichen? Also wie gesagt, ich finde, bei Skorpionen muss man echt aufpassen. Mhm. Ich finde, die können sehr loyal sein, wenn die wollen. Aber Skorpione sind so eigenwillig. Die haben ein so krasses Eigenleben und ich glaube, mit Skorpion ist es sehr schwer, irgendwas Ernstes zu haben. Die sind so my way or highway. Ja. Also es muss immer nach dem Pfeife gehen, oder? Ja. Aber bei Skorpios, Männer oder Frauen, klar, die Date ist Männer, aber wie sind denn die Skorpio-Frauen drauf? Ich finde, Skorpio-Frauen sind eher so. Also, ich habe sehr gute Freundinnen, die Skorpio sind, aber die sind fucking crazy. Die sind irre, die sind crazy, ehrlich. Also das Ding ist, ich glaube auch, wenn die loyal sind, dann sind die loyal, die sind voll für einen da. Aber solange die nicht in diesem Komfort sind, das ist echt, boah, die sind echt schwer zu handeln. Aber Skorpione zum Daten, ich finde, die haben eine sehr mysteriöse Ausstrahlung. Oh ja, das gefällt mir auch. Das gefällt einem. Aber mehr dazu nächste Woche. Ja. Das reicht nicht zum Daten. Okay, so eine Ausstrahlung, das reicht nicht. Okay, wir wollen mehr. Wir wollen Blumen, wir wollen ausgeführt werden, wir wollen ein schönes Date haben. Okay, wir probieren, oder ich probiere es gerade zumindest, dieses erste Käse-Egg. Wie ist es? Die Käse-Ecken sind eher enttäuschend. Echt? Warum? Mir war klar, dass wenn die ankommen, dass die halt dann nicht mehr flüssig sind. Also ich probiere mal jetzt mal mit der Senfsoße. Allgemein. Ich glaube, das ist ganz crazy drauf heute. Und? Ja, das Problem ist, dass sie schon kalt sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn die auch warm sind, dass sie nicht flüssig sind. Nein? Nee. Aber wieso wird das auf der Werbung so angezeigt, McDonalds? Was denkt ihr euch eigentlich dabei? Weil es fake ist. Werbung ist fake, ja. Aber du hast mir immer noch nicht von deiner schlimmsten Erfahrung. Mit einem. Ich hatte keine schlimme Erfahrung. Ich habe echt keine schlechten Dates. No joke. Okay. Oder? Also du schon. Ich denke, dass deine Wahrnehmung davon auch anders ist. Weil wenn bei mir was schlecht läuft, dann bin ich so, okay, das war scheiße. Und du bist so, ja, aber das war da dran gut. Und das ist eine gute Einstellung. Aber ich bin da, glaube ich, viel zu, keine Ahnung, straight up. Ich denke auch so, dass wenn das Date nicht gut war, dann denke ich eher, okay, es passt nicht. Aber nicht, dass die Person oder Sternzeichen schlecht ist. Ja, das sowieso. Aber das ist ja halt so zum Spaß. Die Sternzeichen, das ist einfach nur interessant zu sehen, welche Punkte treffen und welche nicht. Stehst du, warum Männer immer so allergisch reagieren, wenn man nach dem Sternzeichen fragt? Ja, weil die denken, dass es Bullshit ist. Ja, ist es auch. Ganz ehrlich, ja, ist es auch. Ist es auch, aber es ist witzig. Ja. Es ist interessant. Das ist so, dieses Frauen. Lavi-Davi, lass mal gucken, wie kompatibel Online-Detektungen. Was bist du? Okay, lass mal gucken, wie ihr zusammenpassen können. Und es ist ja lustig, mit Freunden drüber zu reden. So, dann einfach immer so. Und was ist das für ein Sternzeichen? Ja, der ist der und der. Und dann sind wir so, oh mein Gott. Das ist halt Entertainment, Leute. Aber ich habe von einer Frau gehört, die ihr Kind abgezogen hat, weil sie dachte, dass dabei ein Sternzeichen rauskommt, das sie nicht haben wollte. Ich weiß jetzt nicht genau welches. Und sie hat das dem Mann nicht gesagt. Und der war komplett schock. Die war schwanger, er wusste das. Und auf einmal weiß ich nicht mehr, dass so was ist passiert. Und sie so, ja, ich habe mich entschieden, das abzutreiben, weil es wäre womöglich dieses und dieses Sternzeichen. Bitte? Also das ist wirklich lächerlich. Das Level von crazy, das keiner haben sollte. Würdest du einen Typen nicht daten wegen des Sternzeichens? Nein, das nicht. Ich auch nicht. Aber ich wäre vorsichtig. Ja, bei Bumble gibt es ja diese Funktion, wo man das Sternzeichen angeben kann. Und ich bin ehrlich, als ich noch Bumble hatte, habe ich auch immer drauf geguckt, was ein Sternzeichen ist. Und es gab ab und zu Pluspunkte oder Minuspunkte, wenn der Sternzeichen mir nicht gefallen hat. Das Ding ist, inzwischen, ich mach schlau, ja. Ich war richtig smart. Ich habe mir einfach gemerkt, welche Sternzeichen welche Monaten sind. Wow. Und jetzt frage ich nur noch nach dem Geburtstag. Wow. Und da habe ich direkt im Kopf, was Sache ist. Also ich muss gar nicht diese crazy sein und sage, welche Sternzeichen bist du? Ich weiß es schon. Aber Mädels, ihr könnt immer das Sternzeichen googeln, indem ihr das Datum eingibt und Sternzeichen eingibt.
Ganz easy. Mache ich immer. Ganz easy. Meinst du, wir sollten jetzt vielleicht schon über die guten Sternzeichen reden? Weißt du warum? Weil ich wollte gerade sagen, im letzten Video hast du von Jungfrauen geschwärmt, ne? Mhm. Und ich habe gegen Löwen voll geschossen. Ich habe gehatet, dies, das, anders. Oh mein Gott. Und? Aber weißt du, wer Löwe ist? Wer denn? Nein. Ja, okay. Aber dann mehr dazu im nächsten Video. Bye! Nächste Woche gibt es ein Video über die Sternzeichen, die ihr daten solltet. Wir haben es für euch getestet und sind quasi durch die Probe gegangen. Mhm. Also ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Folgt uns, liked das Video, hinterlasst einen Kommentar über eure Erfahrungen. Und wir sehen uns nächste Woche, oder? Im nächsten Video. Ciao, ciao. Bye!